Früher hätte das mindestens 3 Techniker und eine halbe Stunde gebraucht. Heute geht es in 10 Sekunden. Mein Name ist Patrick Burkhalter. So schnell wie mein Deal sind wir nicht gewachsen. Unsere Firma ist doch schon 30 Jahre alt, also eher gemütliches Wachstum. Wir sind 200 Mitarbeitern. Was noch wichtig ist zu wissen, ist, von diesen 200 Mitarbeitern sind etwa 75% haben einen Master oder einen Ingenieur in Informatik. Wir machen Software für unsere Kunden, das heißt, wir machen primär Projekte in Auftrag, wir kaufen keine Produkte, sondern unsere Kunden kommen zu uns und haben ein spezifisches Problem und wir lösen das für unsere Kunden. Sie sehen da ein Bild von unseren Mitarbeitern, das würde da noch weitergehen. Die Farbe markiert eigentlich die Unit, in der sie sind, und die Striche markieren, mit wem das sie in einem Jahr zusammengearbeitet haben. Zu zeigen, ich glaube, ich brauche kein Lunch-Lotto. Die Leute arbeiten schon sehr vernetzt zusammen und hin und wieder essen sie auch mit mir zu Mittag. Mal schauen, geht das nicht? Doch, es funktioniert. Die Informatik ist ein bisschen eine spezielle Branche. Es gibt in der Schweiz 200.000 Leute, die in unserer Branche arbeiten. Pro Jahr gerade mal 250 Studenten, die mit einem Master in Informatik abschließen. 200 oder 150 davon arbeiten bei mir. Ich brauche etwa 10% sämtlicher Studienabgänger in der Schweiz, die einen Master in Informatik haben. Eine sehr, sehr rare Spezies. Wir arbeiten daran, dass es ein bisschen mehr werden, aber es dauert sicher noch ein paar Jahre mehr, bis das Image der Informatiker wieder besser wird oder bis es gut wird und die Jungen das wirklich gerne machen. Das heißt, es ist extrem wichtig, nicht nur die Mitarbeiter zu finden, sondern sie auch zu halten. Und darum habe ich in der Firma eigentlich 2 Ziele. Das erste Ziel ist glückliche Mitarbeitende, das zweite Ziel ist glückliche Kunden. In dieser Reihenfolge, zuerst die Mitarbeiter, dann erst die Kunden. Und dieses Ziel habe ich, seit ich vor 22 Jahren Geschäftsleiter wurde. Vor 22 Jahren haben die Mitarbeiter die Firma in einem Employee Buyout übernommen und seither haben wir eine spezielle Unternehmenskultur. Das einzige Kapital, das wir haben, sind unsere Mitarbeitenden. Wir sind eine Dienstleistungsfirma, wenn die Mitarbeitenden gehen, dann hat die Firma nichts mehr wert. Das heißt, die Freude der Mitarbeitenden bei der Arbeit, ihr Wille zur Leistung, also nicht gemütlich, sondern wirklich Gas geben, und ihre Fähigkeit, während dem täglichen Leben unternehmerisch zu denken, ist das einzige Kapital oder beziehungsweise der Grund, warum dass wir so erfolgreich sind. Und was ist die beste Strategie, um das zu machen? Wir haben zum Glück, als wir die Firma gekauft haben, waren wir alle Informatiker. Wir wissen alles, was uns gut gefällt. Und ich finde es ganz interessant, wenn es um Staaten geht, ist klar, welches das beste System ist. Demokratie. Jeder würde gerne in einer Demokratie leben, aber nicht in einer Diktatur. Es gibt Forschungen von Bruno S. Frey, von der Universität Zürich, der sogenannte Glücksforscher, der untersucht, wo sind die Menschen glücklicher. Ganz klar, je mehr direkte Demokratie, umso glücklicher sind die Menschen in einem Land. Aber warum machen wir das in der Wirtschaft nicht auch so? In der Wirtschaft ist es genau umgekehrt. Jedes Unternehmen oder fast jedes Unternehmen wird diktatorisch geführt. Wir verbringen einen Drittel unseres Lebens in einem Unternehmen. Ich sage sogar, mehr als die Hälfte unseres Wachzustandes in einem Unternehmen und arbeiten durch. Darum ist bei uns die Basisdemokratie extrem wirklich wichtig. Eine Basisdemokratie, die auf 4 Prinzipien aufbaut. Da geht nicht so gut, wie ich will. Ich mache so. Erstens, alle Mitarbeiter haben die gleichen Rechte und Pflichten. Auch ich muss meinen Parkplatz reservieren, wenn ich mit dem Auto zur Firma komme. Auch ich räume die Abwaschmaschine aus, wenn ich den
schwarzen Peter gezogen habe und meine dreckige Kaffeetasse in die frisch abgewaschene Abwaschmaschine reinstellen will, auch ich räume sie auch. Jeder hat die gleichen Rechte und Pflichten. Das ist ein bisschen einfacher, wenn die Leute ein hohes oder relativ gleiches Bildungsniveau haben, habe ich vor 20 Jahren gedacht. Heute muss ich sagen, okay, 10-20% unserer Mitarbeiter sind auch Putzfrauen oder arbeiten in der Administration, sind keine Informatiker. Das zweite ist transparent. Wie will ich mitbestimmen, wenn ich nicht weiß, was läuft? Bei uns gilt die Transparenz für sämtliche Zahlen der Firma, wie es den Projekten geht, aber auch wer wie viel verdient, wer wie viel Bonus kriegt. Es weiß jeder, wie viel das am Ende des Jahres mein Salär ist. Das zwingt mich, jeden Mitarbeiter fair zu behandeln. Und jeder Mitarbeiter kann kontrollieren, ob er fair behandelt wird. Und das dritte ist Mitbestimmung. Wir haben bei uns das Prinzip, dass jeder Entscheid eines Teamleiters von der Mehrheit des Teams zur Seite negiert werden kann. Sozusagen ein Vetorecht. Das gilt auch für Entscheide der Geschäftsleitungen. Das zwingt mich, bei wichtigen Entscheidungen die Mitarbeiter vorher zu fragen. Ein Beispiel, vor etwa 4 Jahren waren wir mit den Büroräumlichkeiten knapp. Wir waren im Seefeld, schöne Büros, aber leider im Seefeld sind die Büros relativ teuer. Wir hätten eine gute Gelegenheit gehabt, etwas außerhalb ein schönes Grundstück zu kaufen, direkt neben einem S-Bahnhof, um dort etwas selber zu bauen. Wäre mein Traum gewesen. Ich habe gesagt, super. Wir müssen nicht mehr so viel für Miete ausgeben. Wir können den Mitarbeitenden mehr Lohn zahlen und hätten ein schönes Haus. Ich habe die Mitarbeiter zum Glück vorher gefragt. Ich habe eine Mitarbeiterumfragung gemacht, gefragt. Punkt 1, seid ihr bereit, außerhalb der Stadt zu arbeiten? Maximum 10 Minuten mit dem Zug vom HB weg. Ihr kriegt das, was wir einsparen in Miete, kriegt ihr als Salär zusätzlich. Das macht im Moment etwa 6.000 bis 8.000 Franken pro Nase im Jahr aus. Wollt ihr das machen? 80% der Mitarbeitenden haben gesagt, nein, wir wollen in der Stadt bleiben und lieber auf Lohn verzichten und dafür ein gutes Klima haben. Ein Drittel hat gesagt, wir überlegen uns, die Firma zu verlassen, falls das passiert. Seither haben wir unsere Büros in der Stadt. Wir sind gerade vor etwa einem Monat in ein neues, großes Gebäude gezogen, wo alle Mitarbeiter endlich wieder an einem Ort sind. Und es macht viel Spaß. Mitbestimmung, extrem wichtig. Es ist aber nicht so, dass die Mitarbeiter bei jedem Entscheid mitbestimmen. Ich muss selber können entscheiden können, aber ich kann problemlos akzeptieren, wenn nachher die Mitarbeiter kommen und sagen, stopp, das war ein Fehler, bitte wieder retour machen. Ist auch schon passiert. Es ist auch schon passiert, dass die Mitarbeiter einen Abteilungsleiter in die Wüste gejagt haben, weil sie irgendwann gesagt haben, stopp, es geht nicht mehr. Und genau diese Gleichheit, Transparenz und Mitbestimmung macht, dass unsere Mitarbeiter im täglichen Leben mitdenken und auch bei den Projekten, die sie für ihre Kunden machen, mitdenken. Mein Ziel ist nicht, dass meine Leute das machen, was der Kunde will, sondern das machen, was der Kunde braucht. Und dazu gehört, zwischendrin das Hirn anzuschalten und sagen, stopp, ich glaube, deine Feature, das, was du da machen willst, das macht keinen Sinn, ich habe eine bessere Idee. Und last but not least, die Beteiligung am Risiko und Erfolg. Wir haben 20% unseres Salär ist variabel, das ist der Risikoanteil. Und wenn wir das alles auszahlen können, dann gibt es nachher, wird der größte Teil des Gewinns der Firma noch als Bonus ausgeschüttet. Wichtig wieder für mich, keine individuellen Ziele. Der Bonus ist rein abhängig vom Erfolg der gesamten Firma. Keine Teamziele, keine individuellen Ziele. Das kann man machen, Ziele, aber kein Geld dranhängen. Das ist wie wenn man immer mit einem Esel ein Rüebli vorne dranhängt und das Gefühl hat, er macht dann immer das Richtige. Die Bereitschaft bei uns, die Verantwortung zu übernehmen, ist extrem groß. Das ist eine Umfrage, die wir diesen Frühling gemacht haben, unabhängig von Great Place to Work und die anderen Umfragen. Und die Frage war,
wo findest du, sollte entschieden werden, was du arbeitest? Und 73% finden, dass das Team entscheiden soll, woran man wie viel arbeitet. Wer was macht? Das Team, nicht der Vorgesetzte. 23% finden, ich mit meinem Vorgesetzten. 2,4% finden, nur ich. Und gerade mal 0,8% finden, mein Vorgesetzter sollte entscheiden, was ich machen soll. Also die Leute denken mit, sie arbeiten nicht und sie haben Spaß bei der Arbeit. Und das Lustige ist, dass Teams gegenseitig anspornen und die Leute gegenseitig auch, sag mal, kontrollieren bzw. schauen, dass sie gut arbeiten. Wir haben einen hohen Druck, eine hohe Konkurrenz und was mich am meisten gefreut hat, ist, dass 99% unserer Mitarbeitenden zufrieden oder sehr zufrieden sind mit ihrer Work-Life-Balance. Und gerade mal ein einziger unzufrieden ist. Und dass unsere Fluktuation letztes Jahr mit 2,8% ein bisschen höher war wie früher. Aber immer noch sehr, sehr niedrig. Also die Leute, es gefällt ihnen, sie arbeiten gerne doch. Sie können mit Stress umgehen, sie können mit ihrer Arbeit umgehen, sie können mit Druck umgehen und sie bleiben gerne bei mir. Und das hilft mir im Prinzip auch wieder neue Leute anzuziehen. Und ich glaube, schlussendlich ist der Grund für unseren Erfolg, ist, weil wir für uns die Mitarbeiter wirklich wichtig sind. Danke vielmals.